Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Mitglieder und Gäste der Gesellschaft für Denkmalpflege in Niedersachsen. Mein Name ist Josef Lange, ich bin Vorsitzender Ihrer Gesellschaft und hätte Sie natürlich sehr gerne bei der Jahresversammlung mit einem anschließenden Vortrag begrüßt. Ich stehe hier bei 7 Grad Außentemperaturen am Eingang des Landesamts für Denkmalpflege, in dem üblicherweise die Montagsvorträge stattfinden. Der erste in diesem Winterhalbjahr war vorgesehen für den 16. November live in realer Anwesenheit. Doch Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen bin ich allen Beteiligten, insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesamts für Denkmalpflege, dankbar, dass der Vortrag auf YouTube aufgenommen wird und so die Informationen über den gegenwärtigen Stand und die weiteren Arbeiten in der Denkmalpflege in Niedersachsen vermittelt werden können. Ich bin sehr dankbar, dass das erste Thema ein spannendes ist, nämlich von Herrn Terberger und Herrn Lehner über die Ausgrabungen in der Einhornhöhle mit neuen Ergebnissen, die uns etwas vermitteln. So habe ich die Ankündigung wahrgenommen über diejenigen Menschen, die vor vielen Tausenden von Jahren auch unsere Vorfahren waren. Ein weiterer Vortrag ist für den 30. November geplant. Ich will nicht lange Sie aufhalten. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Vortrag heute Abend und auch weiterhin interessante Vorträge. Viel Vergnügen dabei. Kommen Sie gut durch den Winter und bleiben Sie gesund. Alle guten Wünsche, Ihr Josef Lange. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder im Freundeskreis für Archäologie in Niedersachsen. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Reihe der Montagsvorträge begrüßen zu dürfen. Die Montagsvorträge werden in einem neuen Format erstmals online vorgestellt. Wir hoffen Ihnen somit, die leidige Corona-Zeit etwas zu überbrücken. Dank auch an die Gesellschaft für Denkmalpflege in Niedersachsen und dem Landesamt für Denkmalpflege, dass sich der Freundeskreis für Archäologie in Niedersachsen den Montagsvorträgen anschließen kann. Schon einmal vorab, am 30. November, auch um 18.30 Uhr, wird Frau Alexandra Philippi, FRN-Studienpreisträgerin 2020, in einem weiteren Montagsvortrag mit dem Titel »Zwischen Michelsberg und früher Trichterbecher Kultur – Neue Forschungen zum Erdwerk von Müßlringen, Landkreis Nienburg an der Weser« über ihre Ergebnisse der Masterarbeit berichten. Sicher sind viele gespannt, wie diese Anlage aus dem späten 5. Jahrtausend bzw. frühen 4. Jahrtausend im Grenzgebiet von Michelsberg und früher Trichterbecher Kultur einzuordnen ist. Einige waren ja an der Entdeckung und den Ausgrabungen beteiligt. Als erste Vortragende darf ich Ihnen nun Herrn Professor Thomas Terberger und Herrn Dirk Leder begrüßen, die uns mit dem Vortrag »Neandertaler in Niedersachsen – Neue Forschungen an der Einhornhöhle« aus erster Hand über die neuen Grabungsergebnisse der diesjährigen Grabungskampagne berichten. Die Einhornhöhle bei Scharzfeld hat schon früh die Aufmerksamkeit der Wissenschaft geweckt. Seit 2014 finden neue Ausgrabungen in der Höhle und am Vorplatz statt. Beides zu verbinden ist sicher nicht ganz einfach. Wir sind gespannt, was es Neues über die Neandertaler zu berichten gibt. Liebe Freunde der Archäologie und Denkmalpflege, ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen. Wegen Corona machen wir das nicht vor Ort, sondern auf diesem für uns allen neuen Wege. Ich werde Sie zusammen mit meinem Kollegen Dirk Leder heute Abend in die Welt des Neandertalers führen. Und wir wollen Ihnen insbesondere Forschungen vorstellen, die wir in der Einhornhöhle durchführen. Wir möchten schon an dieser Stelle dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur ganz herzlich danken, dass diese Forschungen fördert. Meine Damen und Herren, die Einhornhöhle ist ein Fundplatz im Harz. Aber bevor wir uns hier in Niedersachsen mit den Fundstellen näher auseinandersetzen wollen, möchte ich zunächst in die große, weite Welt hinausgehen. Hier auf dieser Karte der alten Welt sehen Sie wichtige Fundstellen aus der Altsteinzeit, Fundstellen von Funden des frühen Menschen, die unter das Weltkulturerbe fallen. Und Sie sehen schon sehr rasch, dass hier einige Fundstellen in Afrika und in Asien liegen. Dort sind eben aus der Frühgeschichte des Menschen ganz wichtige Fundplätze, an denen auch
entsprechende Funde des Menschen selbst entdeckt wurden. Aber aus dieser Frühzeit des Menschen, können Sie sehen, haben wir besonders erhaltenswerte Fundstellen aus Europa, bislang vor allem aus dem Süden, aus der Iberischen Halbinsel. Und wenn wir dann uns in den Norden vorarbeiten, herrscht ziemliche Leere. Das bedeutet, dass diese Frühphase des Menschen vor über 1 Million Jahren bislang hier im Norden gar nicht nachgewiesen ist und dass eben bedeutende Fossilien eigentlich aus der Sicht des frühen Menschen erst aus den jüngeren Abschnitten vorliegen. Jünger meint hier aus den letzten 600.000 Jahren. Wenn wir die Funde aus dem Norden einmal anschauen, hier aus unserem Land Niedersachsen, so sollten wir uns zunächst vergegenwärtigen, Niedersachsen ist aus unserer Sicht natürlich der schönste Ort, an dem man überhaupt leben kann. Aber wenn wir mal einen Schritt oder gar zwei zurücktreten, müssen wir erstmal feststellen, dass Niedersachsen ja eigentlich näher an Grönland liegt als am Äquator und damit, wie wir ja auch gerade hier im November merken, kalte Winter auch in einem warmzeitlichen Zusammenhang, wie wir ihn heute haben, typisch sind. Insofern für den frühen Menschen war Norddeutschland nicht gerade der attraktivste Ort, um hier zu sein. Insofern ist es besonders bemerkenswert, dass wir aus dem sogenannten Mittelpaläolithikum, also aus der Zeit des Neandertalers und sogar auch vereinzelt aus der Zeit davor, herausragende Fundstellen haben, und zwar nicht wenige auf der Karte. Es ist kartiert, alle Fundstellen, die aus dem Mittelpaläolithikum vorliegen aus Niedersachsen. Und Sie sehen, das sind viele, viele Fundstellen, unter denen so bekannte Namen auch wie Salzgitter-Lebenstedt, Ortmissen oder Lehringen auftauchen. Das heißt, trotz seiner eher Randlage aus der Sicht des Neandertalers hat Niedersachsen ein ganz, ganz besonders reiches Kulturerbe aus der Altsteinzeit zu bieten. Vor diesem Hintergrund mag es ein bisschen überraschen, dass dieses reiche Kulturerbe erst relativ spät in den Blickpunkt der Forschung gerückt ist. Vielleicht wissen Sie, dass man zum Beispiel in Frankreich schon 1860er Jahre genutzt hat, um die ersten Höhlenfundstellen zu erforschen. Und der Neandertaler selbst wurde ja 1856 im Düsseltal nahe von östlich von Düsseldorf entdeckt. Das heißt, diese Frühphase der Forschung ist in Niedersachsen kaum bzw. gar nicht vertreten. Wir verdanken es Jakob Friesen, dem Altmeister der Urgeschichte in Niedersachsen, dass er eigentlich schon als junger Mann sich für die Eiszeit interessiert hat und schon 1912 eine erste Veröffentlichung zu den Tieren des Eiszeitalters vorgelegt hat. Dies wird auch der Grund gewesen sein, warum er sich in den 20er Jahren dann für die Einhornhöhle interessiert hat. Dazu später mehr. Schließlich war er es dann auch, der maßgeblich die Forschung in den 40er und 50er Jahren vorangetrieben hat. Und wir wissen eben heute, dass wir ihm zu verdanken haben, dass heute das Kulturerbe der Altsteinzeit so reichlich gut aufgearbeitet ist. Ja, meine Damen und Herren, wenn wir nun auf die bedeutendsten Funde schauen, dann ist es natürlich die Holzlanze von Lehringen, die 1948 mit ihrer Entdeckung auch erstmals den Blick der internationalen Fachöffentlichkeit auf Niedersachsen gerichtet hat. Ja, und vor diesem Hintergrund kann man sagen, dass die Einhornhöhle mit ihrer Lage auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle spielt, weil sie eben neben den vielen Fundstellen aus der Tiefebene auch die seltene Chance in Niedersachsen bietet, die entsprechenden Fundstellen hier im Harz aus einer Höhle zu untersuchen. Ja, und das ist der Punkt, wo ich gerne an meinen Kollegen Dirk Leder übergeben möchte. Dirk, übernimmst du. Thank you.
Ja, vielen Dank, Thomas. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich habe jetzt das Vergnügen, Ihnen in den nächsten, knapp 25 Minuten, 30 Minuten die Einhornhöhle und insbesondere die Forschung der letzten Jahre in, über und vor der Einhornhöhle vorstellen zu dürfen. Die Einhornhöhle ist ein Höhlengebilde, das sich im Dolomitgestein im Harz, im Südwestharz gebildet hat. Dieses Gestein ist als Insel sozusagen herauspräpariert in der Permzeit vor ca. 200 Millionen Jahren vor heute. Die Höhle selbst hat sich dann erst im Tertiär, also vor 5 bis 6 Millionen Jahren, gebildet und hat sich auch immer wieder verändert durch Verwitterung und Lösung von Dolomitgestein hin zu Sedimenten. Oben im Bildteil sehen wir die sogenannte Blaue Grotte, die für lange Zeit den geschichtlichen Eingang in die Einhornhöhle geboten hat oder auch den vorgeschichtlichen Eingang in die Einhornhöhle geboten hat, wie wir gleich noch sehen werden. Die Blaue Grotte befindet sich heutzutage am Ende der Einhornhöhle, die touristisch begehbar ist und von mehr als 25.000 Touristen, Besuchern im Jahr aufgesucht wird. Der heutige Zugang befindet sich hier im Kartenteil rechts unten. Moderner Zugang, also ein Stollen, der 1905 eben für den Besucherbetrieb angelegt worden ist. Darauf folgt dann der sogenannte Weiße Saal, der durch seine weißen Sinter auffällt. Danach der Virchow-Gang, benannt nach Rudolf Virchow, dem berühmten Arzt und Paläontologen der Charité Berlin. Schillersaal, Schiller dürfte allen bekannt sein, denke ich. Bärengang. Die Leibniz-Halle ist für uns ein besonderer Punkt, weil wir da in den Jakob-Friesen-Gang abbiegen können. Und dieser Jakob-Friesen-Gang ist für die Neandertaler-Forschung in der Einhornhöhle essentiell. Darauf komme ich auch noch zu sprechen. Nach dem Abschnitt Leibniz-Halle folgt die oben gezeigte Blaue Grotte, die einen Dachdurchbruch durch das Höhlendach der Einhornhöhle bietet und durch die Tageslicht einfallen kann. Wie gesagt, sie war auch schon zu vorgeschichtlicher Zeit Eingang zur Einhornhöhle. Ja, die Einhornhöhle hat einen ganz besonderen Namen oder hat das Einhorn in ihrem Namen. Wie kam es dazu? Bereits seit Jahrhunderten und bereits zu Cäsars Zeiten möglicherweise ist erwähnt, dass es im Harz Fossiliensucher gibt, die auf der Suche nach dem Einhorn, nach Einhornknochen sind. Und im Mittelalter gibt es da viele Quellen zu, die erwähnen, dass eben dieses Einhorn gefunden und an Apotheken verkauft worden ist als allerlei Heilmittel. Tatsächlich ist die Einhornhöhle erst sehr spät, wahrscheinlich im späten 18., frühen 19. Jahrhundert, als solche benannt worden. Zuvor war sie als Scharzfelder Höhle, Höhle bei Scharzfeld oder einfach Zwergenloch benannt worden. Wie es zu dieser Namensgebung kam, hängt im Wesentlichen mit einer Person oder mit einer prominenten Person, Gottfried Wilhelm Leibniz, zusammen, der hier bereits im 17. Jahrhundert erste paläontologische Forschung gemacht hat und wie man rechter Seite auf der Abbildung erkennen kann, beruht auch eine Rekonstruktion eines möglichen Einhorns auf seinen Forschungen. Ja, Gottfried Wilhelm Leibniz ist 1946 in Leipzig geboren und verstarb dann 1716 in Hannover. Er gilt als einer der letzten Universalgelehrten, hat sich beschäftigt mit Mathematik, hat viele Erfindungen, unter anderem eine Rechenmaschine, auf den Weg gebracht. Er hat sich mit Philosophie, etwas mit Geologie und auch dann auch der Paläontologie beschäftigt. Deswegen hier die Verbindung zu Leibniz, Einhorn, Knochen der Einhornhöhle. Er hat vielerlei Forschungen betrieben, gilt als einer der frühen Naturwissenschaftler, hat sich unter anderem in seinem Buch Dissertatio de Origini Germanorum mit dem Ursprung der Germanen als Volk beschäftigt und hat das vor allen Dingen auf linguistischem Weg an Ortschaftsnamen festgemacht.
Für uns interessant ist die Protogea, ein Buch, in dem er allerlei Beobachtungen zur Geologie und auch Paläontologie zusammenfasst, die er in seinem Lebenswandel gemacht hat. Und diese ist erst posthum veröffentlicht worden, unter anderem mit dem prominenten Kupferstich, der Vorlage für die Rekonstruktion des Einhorns war. Im Harz war Leibniz tätig zwischen 1682 und 1685 und hat bei dieser Gelegenheit natürlich auch die Einhornhöhle besucht, die damals einfach Höhle zu Schatzfeld hieß. Er hatte vielfach Auswirkungen auf seine Nachwelt. Und zwar war er vielleicht einer der Vordenker der humanistischen Aufklärung. Es sind natürlich auch viele Institutionen nach ihm benannt worden, die Leibniz-Gesellschaft oder auch die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität hier in Hannover. Ja, auch die Forschungsgeschichte aus archäologischer oder archäologisch-paläontologischer Perspektive ist sehr vielseitig. Ich habe hier einfach mal am Anfang drei Namen aufgeführt. Rudolf Virchow wurde bereits erwähnt, erst nach den Funden aus dem Neandertal doch sehr aufmerksam geworden und wollte in verschiedenen Höhlen des Harzes, des Sauerlandes eben auch Evidenz für die Belegung vor sintflutlicher Menschen in Zusammenhang mit Höhlenbären zum Beispiel finden. Deswegen hat es ihn 1872 in die Einhornhöhle verschlagen. Karl Struckmann ist vielleicht nicht den allermeisten bekannt. Er hat in der Einhornhöhle tatsächlich die ersten archäologischen Funde gemacht, die in der Blauen Grotte entdeckt worden sind. Hier geht es vorwiegend um Funde und Fundkomplexe, die in die Zeitphase Neolithikum bis Mittelalter gehören. Unter anderem einige Bestattungen, von denen man heute nicht mehr weiß, wo sie denn chronologisch hingehören. Das letzte, sage ich mal, abenteuerliche Forschungskapitel ist mit dem Namen Favreau verbunden, der seines Zeichens Rechtsanwalt war, also eigentlich nicht aus der Archäologie kommt oder auch nicht aus der Anthropologie, sondern der etwas Abenteuerlust verspürt hat und diese in der Einhornhöhle ausleben wollte und hier durch mehrere Grabungen unter anderem ein Höhlenbärenjägerlager postuliert hat. Das ist dann später sehr kritisiert worden und seine Forschungen waren der letzte Baustein für die mehr abenteuerlichen Forschungstätigkeiten, woraufhin es dann zunehmend wissenschaftlicher wurde. Dann geht die Erforschung der Einhornhöhle weiter mit dem eben bereits aufgeführten Jakob Friesen, der in den Jahren 1925-26 in der Einhornhöhle tätig war und den sogenannten Jakob-Friesen-Gang, der hier in der Abbildung unten rot umkreist ist, entdeckt hat. Dieser Nebengang der Einhornhöhle war zuvor nicht bekannt und er hat einen ca. 30 Meter langen Gang verfolgt, entlang der Höhlendecke verfolgt, um eben den Ausgang oder Eingangsbereich der Höhle zu finden, in der Hoffnung, dass da ein Lagerplatz des Neandertalers zu entdecken sei. Den Durchstoß an den Außenbereich der Höhle hat er 1926 nicht geschafft. Den gibt es auch heute nicht. Allerdings arbeiten wir in der Höhle und auch außerhalb der Höhle auf einem ehemaligen Vorplatz. Dazu komme ich gleich noch. Auch Jakob Friesen hat es nicht geschafft, die ersten neandertaler Fossilien oder auch neandertaler Steinwerkzeuge zu finden. Und dieses Vorrecht ist dem Ralf Nielbock zu verdanken, der Steinartefakte 1985 gefunden hat, worauf weitere Grabungen anschließen durch die Uni Tübingen und Landesmuseum Hannover. Das ist die Stelle, hier mit A markiert, wo die ersten Steinartefakte 1985 aufgetreten sind. Dies sind einige der Funde aus der Blauen Grotte, unter anderem neolithische Beile und Dechsel, dann eine bronzezeitliche Spiralnadelfibel und eisenzeitliche Keramiken
als Beispiele für die zahlreichen Funde, die aus der Blauen Grotte kommen. Wenn man sich unten die Karte, die Kartierung der Höhle anschaut, dann wird man schnell sehen, aha, die Blaue Grotte hat vorwiegend Funde geliefert, hier mit blauen und grünen Sternen markiert, die in die neolithische, bronzezeitliche und eisenzeitliche Phase der Vorgeschichte gehören, während neandertalerzeitliche Artefakte hier mit rotem Stern markiert nur im Jakob-Friesengang vorkommen. Also hier hat man eine Raumgliederung nach Perioden. So, hier rechts unten in der Abbildung einmal die zwei ersten Artefakte, die im Jakob-Friesengang vorgekommen sind, ganz rechts unten oder aufgefunden worden sind. Ganz rechts unten findet sich ein sogenannter Levallois-Kern, der typisch ist für die Neandertalerzeit und wo direkt klar geworden ist, naja, wir haben hier nicht nur Steinzeit, sondern tatsächlich auch neandertalerzeitliche Funde, mittelpaläolithische Funde. Links daneben findet sich ein retuschiertes Stück, das aber für chronologische Fragestellungen nicht weiter diagnostisch ist. Ja, damit machen wir einen kleinen Zeitsprung in die mehr oder weniger Gegenwart. Beginnend mit 2014 hat das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege zusammen mit der Gesellschaft Unicorne Fossile e.V. begonnen, Grabungen im Jakob-Friesengang und auch vor dem Jakob-Friesengang durchzuführen. Wir sind dabei sehr interdisziplinär aufgestellt, nicht nur mit archäologischen Kapazitäten, sondern auch mit paläontologischer Expertise. Wir haben Geophysiker, die an dem Projekt mitarbeiten, Sedimentologen und seit jüngsten auch ADNA-Forschung. Damit möchte ich einsteigen mit den Forschungen über der Einhornhöhle. Wir gehen ja davon aus, dass das Gros der Funde in der Einhornhöhle ist. Man kann aber tatsächlich eine Höhle auch von oberhalb erforschen. Und zwar im Wesentlichen durch zwei Methoden. Das eine wäre die Bohrung, in der man im Wesentlichen versucht, mehr über den Gesteinsaufbau der Höhle selbst zu verstehen. Oder auch über die Sedimente, die sich darin befinden. Die ersten Bohrungen wurden tatsächlich schon in den 1980er Jahren durchgeführt und haben ergeben, dass in der Einhornhöhle noch Sedimente bis zu 30 Meter tief erhalten sind. Wesentlich später, ab ungefähr 2010, kam dann die Geophysik dazu, die auch mit verschiedenen Methoden den Unterbau des Höhlendachs erforscht und auch Rückschlüsse bietet auf verschiedene Sedimentdichten, Mächtigkeiten und Höhlen, die vielleicht noch unentdeckt waren. In dem bunten Bildabschnitt links unten sehen wir ein Ergebnis dieser geophysikalischen Prospektion. Zum Beispiel da, wo es besonders rot ist, nimmt man einen gefüllten Hohlraum an, also eine Höhle, die mit Sedimenten, mit Erden gefüllt ist, aufgrund der zum Beispiel hier Elektrowiderstandmessung. Und wie man erkennen kann, was hier unter dem die Buchstaben erkennt man nicht, okay. Was man hier am linken Rand dieses bunten Bildes erkennt, ist zum Beispiel ein Höhlenabschnitt, der heutzutage nicht mehr begehbar ist und der in dem Bild oben, rechts oben, durch eine Schlauchkamera erst sondiert worden ist. Ja, weitere Fragestellungen, die wir haben, sind beispielsweise natürlich die Fragen nach Eiszeitkunst. Es gibt ja in den verschiedensten Höhlen Europas immer mal wieder Gravierungen oder auch Malereien, die auf menschliche Aktivitäten zurückgehen. Frankreich, Südwestfrankreich wäre da prominent zu nennen. Oder eben auch die Elfenbeinschnitzereien von der Schwäbischen Alb. Sodass hier natürlich auch immer die Frage gilt, hat der Mensch vielleicht Kunst hinterlassen? Dazu haben wir einen Ausgangspunkt, die sogenannten Kratzspuren der Einhornhöhle, die es halt nicht nur in der Einhornhöhle gibt, sondern auch in verschiedenen anderen Höhlen, wo dann immer die Frage ist, ist es menschliche Intuition, diese Kratzspuren hervorgerufen haben? Ist es ein Höhlenbär, der an der Wand stehend tatsächlich gekratzt hat? Oder aber handelt es sich um natürliche Phänomene, die mit Erosion und Sinter zu tun haben? Das erforschen wir auch.
Einer unserer Kollegen, Jörg Lampe von der Universität Göttingen, kümmert sich oder bemüht sich um die Inschriften, die zu Hunderten in der Einhornhöhle vorhanden sind. Die ersten oder ältesten gehen wohl zurück bis ins 16. Jahrhundert. Und er hat jüngstens ein Schriftwerk publiziert, links unten vermerkt, in dem die einige der Einhornhöhlen-Inschriften analysiert und aufbereitet werden. Gut, unser Hauptaugenmerk gilt natürlich den archäologisch-paläontologischen Grabungen, die in der Einhornhöhle stattfinden. Und hier, wie gesagt, da wir nach dem Neandertaler fragen, insbesondere im Jakob-Friesengang. Der Jakob-Friesengang, der hier auf der Hauptkarte, Plankarte rechts dargestellt ist, wurde bereits in den 1980er Jahren an 4 verschiedenen Stellen angegraben. Unsere Grabungen der letzten 6 Jahre beziehen sich vorwiegend auf Stelle 1 rechts im Bildrand. Und wie man an dem Profil durch diesen Höhlengang erkennen kann, das Bild auf der linken Seite, lassen sich diese verschiedenen Grabungsstellen auch durch die sedimentischen Inhalte verbinden und sogar bis nach draußen weiter projizieren. Das heißt, anhängend an den bekannten Jakob-Friesengang gibt es eine Außengrabung im Freiluftgelände und diese ist vielleicht 2,5 Meter entfernt vom Jakob-Friesengang, lässt sich aber durch die Sedimente verbinden. Ja, das ist eine Abbildung der Stratigraphie. Hier wäre es natürlich schön gewesen, wenn man ein Panoramafoto hätte anbieten können. Da man aber zwischen der einen und der nächsten Wand nur knapp 1 Meter Platz hat, ist es mit den Fotos an der Stelle etwas problematisch. Aber dafür haben wir eine schöne bunte Zeichnung. Wenn ich die kurz von oben bis oben durchgehen darf, die Stratigraphie. Es fängt natürlich an mit der Schicht A, die fein laminiert ist, dieses gelbe, feinschluffige Sediment, das ins Holozän gehört, also in die jetzige Warmzeit gehört, basierend auf Datierung und Kleinsäugerfunde. Darunter folgt die Schicht B, die bereits ins Pleistozän gehört, die eine andere Faunenkonstellation aufweist und wahrscheinlich in den Zeitbereich 40.000 bis 50.000 gehört. Darunter die gelbe Schicht C, in der sehr viel Grobschutt, also Blockschutt, erkannt worden ist und die fast fundleer ist, was die Faunenreste anbelangt und die wahrscheinlich in einen sehr kalten Zeitabschnitt in der letzten Eiszeit gehört. Darunter folgt die Schicht D, wo ab Mitte D auch die ersten Steinartefakte vorkommen, also deutliche Hinweise dafür liefern, dass der Neandertaler anwesend war in der Einhornhöhle. Und darunter folgen noch 5 weitere Schichten, E bis I mittlerweile, die ebenfalls Steinartefakte geliefert haben. Ja, wie datiert das Ganze? Wir haben verschiedene Datierungsansätze. Das Beste sind natürlich direkte radiometrische Datierung. Da sind wir in der Schicht A bis zum Frühholozän gekommen. Das heißt, ab ca. 8500 Jahren vor heute war die Höhle dicht. Es konnte nichts mehr reinkommen. Die obersten Knochen, die wir gefunden haben, lassen sich auf 8500 Jahre datieren. Und danach gab es keinen Zugang mehr von außen in den Jakob-Friesengang direkt hinein. Wohl aber durch die blaue Grotte, wie wir vorhin gesehen haben. Die Schicht B gehört dann ins späte Weichsel mit Datierung zwischen 40.000 bis maximal 57.000. Wir arbeiten noch daran, feinere Datierungen hinzubekommen und ich denke, das wird uns auch gelingen. Die Schicht C, die darunter folgt, gehört dann in eine Zeitphase, die sehr kalt ist, wo Deutschland leer war von Neandertalern, Mitteleuropa leer war von Neandertalern und auch die Fauna sehr sporadisch nur noch vorhanden ist. Dann folgen die Schichten D bis G, die wahrscheinlich ins Frühweichsel gehören, also in eine Zeitphase von 110.000 bis 70.000 vor heute,
was eine etwas wärmere Phase in der Eiszeit ist, wo nicht etwa Mammut und Rentier hier zu erwarten sind, sondern eher Wiesent, Riesenhirsch, Rothirsch, also durchaus Fauna, die man nicht unbedingt in der Eiszeit erwarten würde. Darunter folgen die Schichten H und I, die wahrscheinlich in die letzte Warmzeit vor heute gehören, vor 120.000, 130.000 Jahren, in der der Neandertaler auch zu Hause war. Ja, wie stellt sich ein typischer Fundkomplex oder eine typische Fundsituation dar? Hier rechts in dem Farbbild sieht man ja ganz gut, dass man ein etwas turbulentes Erscheinungsbild in einigen der Fundschichten vor sich hat. Das ist ein Ausschnitt aus der Schicht D, in der ja auch der erste Neandertaler Nachweis erbracht worden ist, wo man sieht, dass Knochen nicht immer gerade liegen, sondern durchaus Einregelungen oder Neigungen aufweisen. Und diese passen auch ganz gut zu diesem Steinpaket, auf dem die Knochen liegen, sodass man hier vielleicht nicht unbedingt von einer primären In-situ-Lage für einige der Schichten ausgehen muss. Und das liegt auch die Kartierung der Einregelungen dieser verschiedenen Knochen da. Das ist die Schwarz-Weiß-Kartierung links oben, die windrosenartig die Hauptfließrichtung der Knochen abbildet, wo es tendenziell Südwest-Nordost-Richtungen gibt. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo wir mittlerweile davon ausgehen, dass der Neandertaler sich genau dort bewegt hat, wo wir es vermuten und dass wir es schon mit einer primären In-situ-Lage zu tun haben. Jetzt aus diesem Jahr haben wir wahrscheinlich das erste Mal eine Feuerstelle ausfindig machen können, die in die Zeit des Neandertalers gehört. Sie zeichnet sich aus durch eben diese grau-schwarze Färbung. Es gibt viele Holzkohlen, es gibt rötlich oder rosa gefärbte Dolomitbrocken, die eine Einwirkung von Feuer nahelegen, sodass man hier wahrscheinlich dem Neandertaler sehr, sehr nah auf der Spur kommt, auf der Spur ist. Ja, damit möchte ich zu den Steinartefakten kurz etwas sagen. Wir haben in den verschiedenen Schichtkomplexen D bis I mehrere hundert Steinartefakte ausfindig machen können. Die meisten sind sehr kleinteilig, sind meist sehr lokale Rohmaterialien, Hornfels, Kieselschiefer bis zur Grauwacke. Feuerstein kommt nur in sehr kleinen Portionen vor und wurden dann wahrscheinlich von 30, 40 Kilometern Entfernung importiert. Der Neandertaler hat seine Steingeräte nach bestimmten Konzepten und Methoden konstruiert, hat also nicht nur auf Steine rumgeschlagen und gehofft, dass irgendwas abfällt, was er brauchen kann, sondern er ist dabei systematisch und methodisch vorgegangen. Zwei dieser Methoden heißen Levallois und China, die sich tendenziell unterscheiden. Levallois-Methode produziert sehr standardisierte Steinartefakte. China-Methode steigert den Output an Steinartefakten pro Volumen. Das sind also mental zwei unterschiedliche Konzepte. Die Werkzeuge beschränken sich zumeist auf gekerbte Stücke und Kantenretuschen. Es gibt aber auch einige wenige Schaber, wie zum Beispiel aus diesem schwarzen Kieselschiefer links unten, die dann aber die Ausnahme bilden. Mehr als Steinartefakte sind in der Einhornhöhle Knochen gefunden worden, hier vorwiegend vom Höhlenbären, der die Höhle wahrscheinlich als Winterquartier aufgesucht hat. Dazu finden sich auch Höhlenlöwe, Wolf und Fuchs. Auf der Seite der Herbivoren finden sich dagegen Wiesent, Rothirsch, Reh. Und dann kommt noch eine Kleintierfauna dazu, zum Beispiel der Maulwurf, verschiedene Fledermäuse, verschiedene Mausarten. Und auch einige Fischwirbel, die Frage offen lassen, ob die durch Mensch oder Tier eingetragen worden sind. Hier sind noch mal einige Eindrücke der Faunreste, die man findet. Auf dem, zum Beispiel links oben, finden sich einige Höhlenbärenzähne. Rechts oben dagegen einige Knochen mit Schnittspuren, die also auf die
auf das Zerlegen von Tieren durch Neandertaler und seine Steinartefakte hinweisen, welches zu der Frage führt, wie zeitgleich denn Mensch und Tier, Mensch und Höhlenbär, Neandertaler und Höhlenbär waren. Also die Schnittspuren belegen, naja, der Höhlenbär ist hin und wieder einem Neandertaler zum Opfer gefallen, sei es im Winterschlaf oder durch aktive Jagd. Und in der Grafik rechts unten haben wir versucht, durch die verschiedenen Schichten D, E, F, G, H hindurch zu evaluieren, ob denn Neandertaler und Höhlenbär sich statistisch ausschließen lassen. Also da, wo viel Neandertaler ist, muss wenig Höhlenbär da sein. Oder ist es vielleicht genau umgekehrt, wo beide häufig sind. Wo der eine häufig ist, ist der andere häufig. Das machen wir nach den verschiedenen Schichten. Und wie man vielleicht von rechts nach links sehen kann, fängt es mit Artefakten auf ziemlich hohem Niveau an, während Höhlenbär relativ weit unten vorkommt. Dann gehen beide gemeinschaftlich hoch. In Schicht E haben wir ganz besonders viele Funde von Höhlenbär und Steinartefakten. Der Höhlenbär geht danach weiter hoch, die Steinartefakte aber runter. Sodass man hier zu der Frage, ob Höhlenbär und Neandertaler sich gegenseitig in ihrer Präsenz merkbar beeinflusst haben, erstmal negativ beantworten kann. Wie bereits erwähnt, forschen wir nicht nur in der Einhornhöhle selbst, sondern auch davor, und zwar am ehemaligen Höhleneingang, den der Neandertaler benutzt hat, um eben in die Einhornhöhle reinzukommen. In dem Farbbild rechts oben kann man grün bemoosten Stein oder Gehstein erkennen. Und dieser ist tatsächlich der Nordteil eines ehemaligen Eingangsbereichs eines Eingangsflügels. So, wir haben also in dem Bild vorher gesehen die grün bemooste Gesteinswand, die nördliche Portalwand des Eingangsbereichs. Die südliche Portalwand dagegen ist bereits sehr erodiert. Und in dem Abschnitt dazwischen befindet sich nur noch erodiertes Blockwerk, was einstmals das Höhlendach gebildet hat. Ja, hier ein Blick auf die abschließende Stratigraphie, das abschließende Profil des letzten Jahres. Man kann, glaube ich, einige Dinge erkennen, die hier hervorstechen. Der Bereich links unten, der rötlich hervorstecht und mit diesen weißen Sinterplatten plus einigen Rothirschknochen zusammenhängt, das ist ein interessanter Befund, den wir noch weiter bearbeiten müssen. Auf der rechts unteren Seite dagegen haben wir Knochen anderer Art gefunden. Hier rechts ganz unten am Rand zum Beispiel sieht man einen Beinknochen eines Wiesens, der aus dieser braunen Schicht kommt. Und darüber folgen dann einige Versturz- und Verwitterungsschichten. Das Ganze mal im Planum betrachtet, auf der linken Seite sieht man auch wieder die weißen Gipsplatten, die entweder arrangiert waren oder natürlich da abgelegt sind. Das müssen wir auch noch erforschen. Die Rothirschknochen und interessant ist wahrscheinlich der Höhlenbärenschädel, der an dieser Stelle rauskam, und zwar aus dem bräunlichen Sediment im nördlichen Teil der Grabungsfläche. Genau, dieser Höhlenbärenschädel, der sich links auf der Abbildung findet, kam aus einer Agglomeration aus Knochen, verschiedenen Knochen, die sich im links mittleren Bildteil befinden. Und diese Knochen beinhalteten nicht nur Höhlenbärenknochen, sondern eben auch Schulterblätter, zum Beispiel vom Rothirsch. Auf der Illustration rechter Seite kann man einmal die Profilzeichnung sehen mit eben genannten Schichten und Schichtinhalten und in Gelb abgefasst eine Rekonstruktion der Fundsituation der Höhlenbärenknochen, Höhlenbärenschädels zusammen mit den Datierungen. Wir haben für die Chronologie des Vorplatzes vorwiegend Knochen mit Schnittspuren datieren lassen, aber auch Holzkohlen datieren lassen, die uns insgesamt für die braune Schicht und für die rote Schicht ein Alter angeben, das um die 50.000 Jahre, wenn nicht sogar älter, rekonstruieren lässt. Von dem Vorplatz sind auch einige
Knochen mittlerweile geborgen worden. Vielleicht sind es um die 200, von denen dann doch ein Großteil Schnittspuren nachweisen lässt. Es sind hier vorwiegend Langknochen und auch Phalangen, Fußknochen von verschiedenen Tierarten gefunden worden. Unter anderem dem Steppenbison, Rothirsch, Riesenhirsch. Es kommen aber auch Höhlenlöwe, Höhlenbär, Rotfuchs, Vielfraß und Luchs vor. Das heißt, ein gemischtes Spektrum aus den warmen Phasen der Eiszeit. Was hier zum Beispiel fehlt, sind wiederum Mammut und Rentier, die man erst in sehr kalten Phasen der Eiszeit erwarten würde. Was vielleicht auch interessant zu beobachten ist, ist, wenn man sich die Tabelle anschaut und die Gegenüberstellung Schicht 4.5, also die braune Schicht gegenüber Schicht 6 anschaut, da fällt dann auf, dass in Schicht 4.5 ganz besonders viele Karnivoren gefunden worden sind, während Schicht 6 fast fundleer davon ist, mal abgesehen von Höhlenlöwen. Und in dem Zusammenhang sind auch Steppenbison und Rothirsch gefunden worden, darunter eine große Anzahl von Knochen mit Schnittspuren, sodass hier der anthropogene Faktor wahrscheinlich im Vordergrund steht. Ja, Knochen, Knochen, Knochen. Überall sieht und hört man nur Knochen. Was ist denn nun mit Steinartefakten vom Vorplatz? Hier sehen Sie bereits alle gefundenen Steinartefakte. Und daran knüpft sich natürlich die Frage an, naja, wo sind denn die Steinartefakte hin? Warum finden wir so viele Knochen? Eindeutig mit Schnittspuren und eindeutig mit Einfluss des Menschen, aber keine Steinartefakte. Naja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Neandertaler, und das wäre nicht unüblich, seine Siedlungsfläche, seinen Lagerplatz so strukturiert, dass bestimmte Aktivitäten in bestimmten Räumen, Bereichen stattgefunden haben. Und wir haben hier halt mit den Knochen einen Aktivitätsbereich, nämlich den Ablagebereich, meinetwegen den Müllplatz für Essensreste. Und die Werkplätze, wo man die Steinartefakte erwarten würde, sind eben an anderen Ort. Dazu muss man im Hinterkopf behalten, dass wir derzeit erst ein ganz kleines Areal dieser Siedlungsfläche ergraben haben, nämlich ca. 4 Quadratmeter. Ja, damit lässt sich als Ergebnis festhalten, dass wir in den vergangenen Jahren nicht nur erfolgreiche Ausgrabungen durchgeführt haben, wir sind ja erst vor 6 Wochen erst aus dem Feld zurückgekommen, sondern dass wir auch verschiedene interdisziplinäre Fragestellungen angestoßen haben. Wir haben sehr gute Resonanz gefunden in den Bereichen Medien, Öffentlichkeitsarbeit, wo wir vielfach wahrgenommen werden. Und wir konnten eine ganz entscheidende Frage auch mittlerweile positiv beantworten. Wir haben uns ja die Frage gestellt, ob der Neandertaler nicht nur in der Höhle anwesend war, sondern ob er auch Spuren hinterlassen hat am Höhleneingangsbereich. Und hier durch die Schnittspuren auf diesen sehr gut erhaltenen Knochen lässt sich das erste Mal wirklich sagen, ja, der Neandertaler war am Höhleneingang tätig und seine Spuren lassen sich hier nachweisen. Das Ganze, die Einhornhöhle, lässt sich somit für den Großteil der letzten Eiszeit vereinnahmen. Das heißt, wir haben es hier mit relativ späten Neandertaler zu tun am Eingangsbereich. Und dessen Geschichte geht quasi weiter bis in die letzte Warmzeit, soweit man in die Höhleninnere vordringt. Ja, vielen Dank. Damit möchte ich weitergeben an Professor Terberger. Ja, meine Damen und Herren, nachdem Sie gesehen haben, welche vielfältigen Zeugnisse des Neandertalers aus der Einhornhöhle vorliegen, aus einem Zeitabschnitt, der mehr als 60.000 Jahre umfasst, damit ist die Einhornhöhle ohne Zweifel ein außergewöhnliches Archiv für den Klima, für die Klimaentwicklung, aber auch für das menschliche Verhalten in einer Zeit, die ja durch starke Klimaschwankungen geprägt war. Es stellt sich allerdings die Frage, ist die Einhornhöhle sozusagen eine Eintagsfliege im Harz oder gibt es weitere Fundstellen, die auf den Neandertaler im Harz und seinem Umfeld hinweisen? Und ich möchte Ihnen jetzt in der gebotenen Kürze noch einen kleinen Überblick über das geben, was wir aus der Region vielleicht noch als Parallelen anführen können. Ich kann Ihnen aber sagen, das ist überschaubar. Es ist schon seit langem natürlich bekannt, dass wir auch im Ostharz Höhlen haben, wie die Baumannshöhle und auch die Hermannshöhle, die Sie hier in einer alten Karte aus dem
Ende des 19. Jahrhunderts einmal sehen. Farbig dargestellt rechts eben die Hermannshöhle und links des Flusses die Baumannshöhle. Aus der Baumannshöhle liegen einige wenige Steinartefakte vor, die auf die Anwesenheit des Neandertalers hinweisen. In diesem Fall ist es aber so, dass die Grabungen im Stile der Zeit, wie man so sagt, erfolgten und wir wenig über die Schichten und den Fundzusammenhang dieser Artefakte wissen. Wir können einfach festhalten, der Neandertaler war auch dort, aber offensichtlich nicht in wirklich nennenswertem Umfang. Des Weiteren haben wir dann aus einer etwas jüngeren Zeit, nämlich aus der Zeit des frühen modernen Menschen, vor etwa 35.000 Jahren, haben wir dann aus der Nachbarhöhle, nämlich der Hermannshöhle, einen wirklich sehr schönen Fund, eine massive Knochenspitze, die eben in das sogenannte Origination gehört. Eingangs hatten Sie ja schon zu unserem Vortrag gehört, dass es in den Höhlen der Schwäbischen Alb die älteste Kunst des Menschen gibt. Und in diese Zeit gehört dieser Fund. Allerdings fehlen uns entsprechende Zeugnisse anderer Natur. Wir haben nur diese Knochenspitze, die als typisches Merkmal dieser Zeit gelten kann. Aber dieser Fund steht ebenfalls fast isoliert. Nur sehr wenige einzelne Artefakte liegen vor. Interessanterweise hat man vor einigen Jahren von Kolleginnen und Kollegen einige der Knochenreste aus beiden Höhlen einmal mit der Radiokarbonmethode gemessen. Bitte verzeihen Sie mir diese etwas unübersichtliche Tabelle. Ich möchte Ihnen einfach nur verdeutlichen, rot umrandet, dass wir mehrere Tierreste haben, die in die Zeit jenseits von 40.000 Jahren gehören und damit eindeutig Funde vorliegen, die auch in die Zeit des Neandertalers gehören. Aber in diesem Fall ist eben jeweils nicht der Nachweis, dass der Mensch diese Tiere erlegt hat vorhanden, sondern wir können einfach nur sagen, wir haben auch hier wichtige Vertreter dieser eiszeitlichen Phase und mit blau markiert die etwas jüngeren Funde prominent vertreten, das Rentier, der Höhlenbär und auch der Wolf. Man kann also sagen, dass die Fauna aus diesen Höhlen ähnlich ist, auch in der Datierung wie in der Einhornhöhle. Mit dem Unterschied, dass wir in der Einhornhöhle sehr schön zeigen können, dass hier der Neandertaler wiederholt auch anwesend war und diese Tierarten auch gejagt hat. Wir können dann ein bisschen uns herauszoomen, wenn ich mal so sagen darf. Und da wird deutlich, dass wir aus dem Umfeld, nämlich aus dem Harzvorland und auch aus dem Solling, wiederholt Zeugnisse des Neandertalers, und zwar vor allem aus seiner Spätphase, haben. Die sogenannten Blattspitzen rechts im Bild sind so typisch für die Zeit des Neandertalers, dass wir deutlich sagen können, sie gehören wirklich in die finale Phase dieser Menschenform, die als unser Vorläufer gilt. Insofern, wir verfügen über weitere Fundstellen. Das sind aber jeweils mehr oder weniger Einzelfunde, wo uns der Fundzusammenhang fehlt. Sie sehen so dann sehr, sehr viele kleine Dreiecke. Und diese Dreiecke zeugen nicht zuletzt von Kiesgrubenfunden, die für das Land Niedersachsen eine wichtige Rolle spielen. Es sind verdiente Sammler, ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger, die immer wieder die Überkornhalden dieser entsprechenden Kiesgruben, Sandbaggerungen besuchen und dort absammeln, was in die Altsteinzeit und darüber hinaus gehört. Und neben Schabern und Ähnlichem gibt es dann auch eine ganze Reihe von Faustkeilen, die aus diesen Kiesgruben stammen. Und ich zeige Ihnen hier ein besonders schönes Beispiel unseres ehrenamtlichen Helfers Herrn Amme, der über die Jahre gemeinsam mit Gleichgesinnten eine Vielzahl von Faustkeilen gesammelt hat. Und deswegen sage ich, Niedersachsen ist nicht nur, aber auch das Land der Faustkeile. Und wir bekommen hier einen Einblick in eine Art von Fundstellen, die üblicherweise tief begraben unter den Ablagerungen der späteren Zeiten gar nicht zugänglich sind, nämlich in den Flusstälern. Und wir können heute sagen, dass die Flusstäler offensichtlich sehr viel bedeutender als Aufenthaltsorte für den Neandertaler waren, als wir das noch vor einigen Jahren gedacht haben.
Hier gibt es ein großes Potenzial für technotypologische Analysen, aber natürlich ist der Zugang zu den Fundstellen selbst verwehrt. Aus solchen Kiesgruben gibt es dann im Land Niedersachsen auch eine größere Zahl von Menschenresten, die zum Teil schon vor längerer Zeit als Belege für die Anwesenheit des Neandertalers und gar früherer Menschen persönlich gewertet wurden. Auf Deutsch, wir haben auch eine Reihe von Funden, die, wie in Sarstedt, mit dem Neandertaler als Fossilreste in Verbindung gebracht wurden. Mein Kollege Utz Böhner und ich haben uns in den letzten Jahren verstärkt mit diesen Fossilresten beschäftigt und wir können sagen, dass es sich lohnt, diese alle noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Denn mit Hilfe anderer Kollegen, wie des Kollegen Jean-Jacques Blin, haben wir die alle mal auf den Tisch gelegt und haben noch einmal geprüft, ob die zum Teil kleinen Fragmente tatsächlich auf den Neandertaler oder gar auf den Homo erectus zurückgehen. Und ich kann Ihnen verraten, dass das Ergebnis doch etwas durchwachsen ausfällt. Stand hier kann ich Ihnen versichern, dass die Neandertalerreste der berühmten Fundstelle Salzgitter-Lebenstedt, dass die uns erhalten bleiben. Ob auch Funde daneben wirklich als Neandertalerreste bestehen bleiben, das muss die weitere Forschung zeigen. Wir berichten an anderer Stelle auch darüber. Meine Damen und Herren, auf dieser Karte sehen Sie noch einmal einen Überblick über die wichtigen Fundstellen, insbesondere aus der Zeit des Neandertalers. Diese Karte verdanke ich meinem Kollegen Dirk Leder und sie zeigt uns mit einfachen Symbolen. Niedersachsen verfügt nun nicht nur über die ältesten Holzwaffen des Menschen in Schöningen und in Lehringen, die so vollständig erhalten sind, sondern wir haben herausragende Fundstellen mit langen Sequenzen. Wir haben Fundstellen wie Salzgitter-Lebenstedt, die uns sehr viel über das Verhalten des Neandertalers erzählen. Und dazu gehört, dass der Neandertaler uns offensichtlich doch ein gutes Stück ähnlicher war dem modernen Menschen, als man noch vor einigen Jahren gedacht hat. Der Neandertaler hat nämlich gezielte Jagd auf bestimmte Tierarten ausgeübt. Er hatte ein weit besseres Jagdwaffenrepertoire als noch vor einiger Zeit gedacht. Er war sicherlich der Sprache und Kommunikation mächtig. Und insofern kann Niedersachsen erheblich dazu beitragen, dass wir das Verhalten des frühen Menschen und seine technisch-kognitiven Fähigkeiten sehr viel besser beschreiben können als bislang gedacht. Schöningen ist im Land Niedersachsen ein herausragender Fundplatz, ohne Zweifel. Aber das Land hat eben auch mehr zu bieten zu dieser Zeit. Und deswegen ist es stets eine Freude, sich gerade mit diesem Abschnitt hier im Lande Niedersachsen zu befassen. Ich erlaube mir, ein paar Stichpunkte zusammenzufassen. Die neuen Forschungen in der Einhornhöhle können mindestens 6 Fundschichten nachweisen und erstmals ist es gelungen, nicht nur in der Höhle das Inventar zu erweitern, sondern vor der Höhle nachzuweisen, dass Schichten des Neandertalers vorhanden sind aus der Zeit des Neandertalers. Und wir haben gerade erst begonnen, die Spitze des Eisbergs hier am Höhleneingang zu entdecken. Dort ist noch viel zu erforschen. Besondere Funde, die aus dieser Grabung sind, bereiten wir gerade zur Veröffentlichung vor und ich bin sicher, Sie werden in absehbarer Zeit noch von der Einhornhöhle hören. Und ich freue mich, dass Sie uns heute hier mit diesem besonderen Kapitel der Forschungen in Niedersachsen ein Stück begleitet haben. Und es gibt noch viel zu erforschen und wir werden sicherlich zu späterem Zeitpunkt noch einmal über die neuesten Ergebnisse berichten können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.